Interessant, interessant. Interessant. Vorzeitige Figur des. Okay, wieso funktioniert das manchmal nicht? Aber sie verarschen. So, was war das hier? Bahn des Drachen. Die vorzeitige Figur des Frykolakas. Was für ein Ding. Während ich bei meinen zahlreichen Reisen nach Spuren von Vampiren suchte, haben mich wohl am meisten meine Entdeckungen auf den Inseln im Mittelmeer verblüfft. Die lebhaftesten Erinnerungen habe ich an die Insel Santorin. Herodot persönlich beschreibt die Insel in seinem vierten Buch. Ich bin überzeugt, dass es in diesem Teil der Erde noch viele Geheimnisse zu entdecken gibt. Noch heute wird Santorin von manchen als Ort mit der größten Vampirdichte bezeichnet. Weit mehr als in den Karpaten sollen hier leben. Es heißt, die Bewohner der Insel seien Spezialisten in der Vampirjagd. Oder der Jagd auf Frykolakas, wie sie hier genannt werden. Laut örtlichen Mythen sind Frykolakas tote Personen, die nicht verwesen und die eine zinnoberrote Gesichtsfarbe behalten, solange sie frisches Blut trinken. Sie dürfen kein Haus betreten, ohne anzuklopfen und eine Antwort zu erhalten. Okay. Knoblauch schlägt sie in die Flucht. Die Sonne vernichtet sie nicht, aber schwärzt ihre Haut. Sie können sich in Wölfe oder andere Tiere verwandeln. Was mich am meisten überraschte, war, dass von Mittelmeer bis Balkan mit kleinen Abweichungen überall derselbe Name für sie verwendet wird. Die Griechen sagen Frykolakas, die Bulgaren und Makedonier Vakolak oder Vakolak und die Serben sagen Vukotlak. Okay. Vukotlak klingt fast wie die uns wohlbekannte Bezeichnung Vulkot, meine lieben Brüder. Eine Schauer läuft mir über den Rücken, während ich diese wenigen Worte schreibe. Ich glaube fest daran, dass wir es hier mit einer Art Urvampir zu tun haben. Vielleicht sind sie das fehlende Bindeglied zwischen den modernen Vampiren und den früheren Kreaturen. So Gott, wir kehren eines Tages nach Santorin zurück und finden die Spuren dieser vorzeitlichen und vergessenen Figuren. Aus dem Brunnen des Wissens trinken, okay? Interessant. Ah, meine scheiße Kältung. It's locked. Oh nö. Gut, es könnte sein. Ja, mir kam auch der Gedanke, dass bei einigen Thronen und Tresoren, die verschlossen sind, dass die Schlüssel bestimmte Personen haben, wie der da zum Beispiel, die man nur erhält, wenn man sie aussaugt. Kam mir jedenfalls der Gedanke. So. Okay, jetzt aber können wir endlich die Sache auflösen. Ich will wissen, was hier los ist. Okay, und hier ist kein Loot. Na schön. So, wo bist du? Was genau machst du jetzt hier? Zuerst mal die Vorräte zurückholen. Das sind unsere Vorräte hier. Okay. Du hast Durst. Okay, was ist denn hier los? Brief an Schwester Dorothy. Meine liebe Dorothea, wenn du diesen Brief liest, werde ich schon auf einem Schiff sein, das Santon... Okay, das ist falsch. Das Santon und mich zurück nach Brasov bringt. England war nichts für uns und ich muss gestehen, dass ich kaum erwarten kann, die stolzen Hügel Transsilvaniens wiederzusehen. Sobald wir zurück sind, verspreche ich eine Kerze für dich in der Schwarzen Kirche anzuzünden und zu beten, dass du diese schreckliche Epidemie überlebst. Ich weiß, dass du diese Entscheidung ablehnst und dich lieber nützlich machst, indem du unseren verbannten Genossen im East End hilfst. Doch Anton kann nicht erwarten, in unser geliebtes Land heimzukehren und die lange Sehnsucht der Revolution erblühen zu sehen. Er ist mein Gatte und ich bleibe an seiner Seite. Ich weiß, wir hatten unsere Streite und Zankereien. Ich weiß, du hättest gern mit mir zusammen deine Klinik betrieben. Nun, da ich England verlasse, sei versichert,
dass wenn dir etwas passieren sollte, wenn du in Gefahr oder Schwierigkeiten gerätst, werde ich jederzeit mit oder ohne Anton zurück nach London kommen. Bitte denke von mir, so wie ich von dir denke. Ich bleibe deine liebende Schwester. Okay. Du Sansch. Die hat deine Schwester. Ja, könnte sie hier noch ein Vampir, der Durst hat? Oder was ist hier los? Oh, du brauchst Hilfe, warte, ich komm gleich. He's going into convulsions, Doctor. Oh, nicht gut. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Wo sind die Chininsalze? Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Muss einen Luftröhrenschnitt durchführen. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Tja. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? Ah, shit. I can't see. Nicht gut. Muss ja Tenerife nähen. Lassen Sie mich das allein beenden. Ja, geh weg. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! Herzdruckmassage, Epinephrin. Okay, keine Ahnung, was Epinephrin ist. Versuchen wir das. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but...
I'd best take some samples of the blood for analysis. Vielleicht hat er was mit dem Vampirismus zu tun. Ja, das stimmt. Eigentlich bin ich aus einem anderen Grund hier. Aus diesem Grund hier. It's locked, all right. So, deswegen kam ich her, um hier zu looten. This is an unfitting place. Ja, ist ja toll. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Was genau machst du hier? Bin hier, um die Pressung zu beenden. Sie können so nicht weitermachen. Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this. Blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Okay, wat? Der Zwecker liegt im Mittel. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty, nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Okay, wofür brauchst du das Geld denn? Das würde ich mal gerne fragen. Für dich selbst, für das hier, was du so tust, oder für was? But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Okay, wo kommt das auf einmal her? Hey, sie soll töten. Und woher weißt du das davon? Oder ist es nur ein Vorurteil? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Okay, meinst du gerade die Migranten, oder wie? Hey, verstehen wir noch nicht ganz, was hier los ist. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Was für Behörden denn? Ich sehe Weg. Ich sehe Weg. Ah, ich sehe Weg. No. Okay. Ich sehe Weg, aber sie kündigen. Ich beende es hier und jetzt. In den Bann ziehen, sie werden die Angelegenheit vergessen. In den Bann ziehen. Aussaugen, ich beende es hier und jetzt. Puh. Okay. Ich verstehe nicht ganz, was hier los ist. Tja. Aber aus der Sicht von Pembroke ist sie eine Verräterin. Tja, und eine Behörde gibt es ja nicht. Wir könnten sie vergessen lassen. Gut, denn eigentlich. Das hat schon ein gutes Herz, mehr oder weniger. Aber ja, so kann das nicht weitergehen und die Sache vergessen. Das heißt, zwar das hier kann sie vergessen, aber sie könnte sowas in Zukunft doch wieder abziehen. Auch wenn sie es vergessen hat. Ja, und das hier. Somit würde alles enden, auch in Zukunft. Würde das verhindert werden, falls sie wieder sowas vorhat. Und wir wissen jetzt, wir können ihr eigentlich nicht vertrauen. Oder sie vertraut uns nicht. Das ist auch noch. Na, tschüss. Nurse Crane, there is no question that the work you've done here is extraordinary. But this dispensary is incapable of coping with the outbreak. It's only a question of days before the situation at hand will overwhelm us. I cannot allow it. It's my duty to put an end to this immediately.
I'm not ashamed. I did what was right. For in the end, I saved lives and you took them. But we had so much in common, Doctor. Don't you see that? Sehe ich schon. Bandstufe. Es können euch Bürger getötet werden. Was, sind wir jetzt Bandstufe aufgestiegen? Ernsthaft, so funktioniert das? Okay, ich hatte recht, das mit den Schlüsseln. Alles klar. Sind wir jetzt Stufe 2? Wir sind jetzt Stufe 2. Geil. Okay, so funktioniert das. Einen bestimmten Punkt bei der Hauptstory erreichen und dann steigert sich die Stufe, wie es aussieht. Behandlung gegen Kopfschmerzen. Ach, wie schön. Gegen Erkältung, gegen Erschöpfung. Tja, schade, haben wir ihn verloren. Vielleicht wäre er noch am Leben gewesen. Hätten wir anders entschieden. Vielleicht. Dann hat er auch schon die Gedanken, weil er so viel Blut verliert oder so viel da war, hätten wir ihn aussaugen können ein bisschen. Aber dann hätte sie es gesehen und werden sie so oder so töten müssen. Oh, was war das denn jetzt? What the fuck? Was hat ihr denn für Arschgeigen? Warte, mich verarschen. Ihr seid die Killer hier. Ich glaube, es hakt. Die armen Leute. Haben die einfach erschossen? Ja, das sind echte Banditen. Von wegen Vampirjäger. Am Arsch. Das ist alles nur Ausrede. Okay, wir müssen sie ausrotten. Na, da kommen wir auch schon zu einer nächsten Sache. Jetzt, wo wir Bahnstufe 2 sind, müssen wir noch was Bestimmtes tun. Was, noch mehr Scheißtypen? So, na warte, die scheiß Banditen. Na wartet. So. Sterbt. Zwei auf einmal, schön. So, jetzt bist du einmal gebissen. Ah, lecker. Lass das, ich bin gerade den am Töten. So. Halt's Maul. So. Rutsch, der ist weg. Du bist auch weg. Tschüss. Verdammte Banditen. Wo kommen die überhaupt her? Okay, das hätten wir. Tja, schade um Dorothy. Aber es musste sein. Schade um ihr Talent. Okay, was ist denn hier überhaupt? Wer ist denn hier? Hallo, Mr. Petrescu. Hallo, Dr. Reed. Ah, du bist hier. Come on in. Tja, du warst der Komplize. Okay, jetzt bin ich, muss mal schauen, was denn da drüben für eine Tür ist. So, und was machen wir mit dir? Du Komplize. Tja, Dorothy ist tot. Und dieses Geschäft da hinten ist jetzt auch vorbei. Die anderen Patienten wurden erschossen. Was machen wir mit dir? Hat doch Bronchitis. 1200. Tja. Ich würde sagen, lebt du dein einsames Leben hier. Goodbye, Mr. Petrescu. Bis du stirbst, langsam verendest. Das ist dein Schicksal hier. Okay, war nicht hier, ne. Achso, das war das hier. Habe ich wohl falsch gesehen, dass es hier noch eine Tür gibt. Ja, gut. Tja, das hätten wir. Okay,
Du warst ja Stufe 3. You again. Du nerviger Sack, Stufe 3. Okay, nächstes Mal dann. Goodbye. So, weil du mich nervst. Okay, das hätten wir. Dann sind wir hier mal fertig. So, und den Friedhof haben wir besucht. Steht schlecht um mich, okay. Ist nichts Neues mehr. Ja gut, tschüss. Ich hab echt genug gehört. Okay, das hätten wir. Good evening, Doc. Ist hier was Neues? Nö. Goodbye, Miss. Okay, bis dann. Können wir jetzt Blumen kaufen? Du stumme Floristin. Oder kann ich das hier mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Hallo. Hello again. Gib mir Blumen, verdammt. Very well. Okay, toll. Na schön, dann gehen wir. Wir sind ja fertig. Bei Whitechapel. Und ich glaube, hier haben wir soweit alles erforscht, oder? Alles angeschaut. Alles beendet. Gehen wir mal hier hin. Okay, dass das ja stimmt. Alles schön. So, leere Straßen. Perfekt. So soll es immer sein. Ohne die verdammten Respawner. Ist echt schön. Und wir haben so viel EP. Nice. Nice, nice. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Das hier. What? Für uns? Okay, wo kommt das auf einmal her? Huch. Kill it, boy! Vincent Sheen, Toby Sheen. Was ist das denn hier für ein Hinterhalt? Okay, du bist zuerst dran. Na, warte. Autsch. So. Tja, was soll das denn hier und wer ist denn da noch? Wer bist du denn? So eine interessante Falle. Okay, so langsam werden die echt dreist. Diese Scheißtypen. Ihr werdet echt dreist, wisst ihr das? Das kann man so nicht angehen hier. Na, warte. Ja, wir müssen das andere echt dringend tun. Das eine. Ach, ernsthaft. So, ich brauch mal Blut, gib her. So, nimm das. Tschüss. Ja, Schnauze hier. Da kannst du wohl nicht alleine kämpfen, hä? Ist ja echt peinlich. So. Schön durch beide hindurch. Ja, halt's Maul. Ha. Okay, wieso? Ach, keine Ahnung. Ging wohl irgendwie daneben. So, ich brauch wieder Blut. Komm her. So. Jetzt bist du mal mein Opfer. Ich muss Blut auffühlen. So. Ich brauch Blut. So. Warte. Was ist denn ernst? Scheiß Fackelheini, komm. Füg dich deinem Schicksal. So, ich bin voll. Dankeschön, Stier. Ich sagte Stier. Sie verarschen. Ich wollte schon sagen, ist das jetzt eine Blume? Hat er eine Blume fallen lassen, aber nee. Okay, was sollte das denn? Die werden echt dreist.
Diese Kacktypen. Wir müssen das echt dringend tun. Bevor die auch noch das Hospital angreifen. Wir müssen schnell dahin. Wir müssen schnell dahin und es tun. Und wir sind schon da. Das mit der Spüre muss warten. Ich muss zuerst was Dringenderes tun. Was Dringenderes. So, es wird Zeit. Und zwar die da. Die ist das Problem hier. Die möchte gern Vampirin. Good evening, Miss Howcroft. I need blood, doctor. Na, warte, ich erlöse dich gleich von dem Blutdurst. Von dem hier. Das ist jetzt zwar noch eine Quest. Und zwei Hinweise fehlen, aber das Problem ist, diese idiotischen Banditen glauben ihren Schwachsinn und planen, das Hospital anzugreifen. Tja, und das heißt, die muss weg. Bevor die jetzt sie antanzen und angreifen. So, komm mit, du möchtest gern Vampirin. Dagegen bist du wohl nicht immun, hä? Tja. Jetzt ist Schluss. Es war zwar amüsant, als Vampir das zu erleben, ihren Schwachsinn. Aber wie gesagt, diese Idioten sind an dem schuld. Versauen alles. Why kill me, brother? We could have ruled this land together and forever. Bullshit. Ich glaube, ich muss sagen, ich mag das. Ihre letzten Worte. Ist echt schön. Schön atmosphärisch. Ich gebe ihm einen kleinen Schlüssel. Wo hat sie denn die Truhe? Ja, der Pain. So, wie geht's dir? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Ist alles gut? Ja, wir könnten ihn auch von seinem Leiden erlösen. Aber... na, nee. Goodbye for now, Mr. Elwood. So. Machen wir noch nicht. Vielleicht eines Tages. So. Vielleicht will er das auch sogar. Gut, er will eh hier bleiben und... vergessen sterben. Okay, das hätten wir. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Bis diese idiotischen Banditen auf was anderes zukommen und dann hier angreifen. Vielleicht. It's locked. Uns auf die Spur kommen. Tja, wir haben immer noch kein Wasser. Verdammt. The flower is dying. It needs water. Das ist nicht gut. Okay, wie geht's eigentlich hier weiter? Tja, können wir nicht mehr tun. Bringe das Medikament zu Toro. Melde Toro bei Dr. Ackroyd. Okay, wir haben das jetzt eh schon gebraut und so, also werden wir das abgeben. Warum nicht? Soll er das tun? Mal schauen, ob es bringt und wenn nicht, dann aufschreiben, dass es nichts gebracht hat. Dann wissen wir es für die Zukunft. So entsteht die moderne Medizin und so. Okay, wo ist denn der Typ? Ja, wo ist er denn? Ja, da bist du. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you. Na, guten Abend hier. I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo
as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Okay. Gut, dann mache ich das. Ackroyd wird sie nicht melden. Bett. Did you know Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Na, das stimmt. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Ja, das Gefühl habe ich auch. Interessant. 4000. Okay. Goodbye, Dr. Strickland. Gut, aber ich werde nicht aussaugen. Dafür ist er zu wertvoll, auch wenn er eingebildet ist. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Beim Patienten anstarren, alles klar. So, nichts Neues. Okay. Okay. Thank you for your time. We'll talk later. So, bis dann. Na, wie geht's dir? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Na, ja, das steht bevor, glaube ich. Oder steht sie bevor? Na, vielleicht. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Ach nee, stimmt, Moment. Ich muss das noch irgendwo hin platzieren. Folgen wir das da mal. Wo muss er das hin tun? Über mir. Okay. Und da ist schon wieder geschlossen. Good evening, Doctor. How is my son doing? Ach, Stufe 4, verdammt. Ah, du musst weg, damit es ihm besser geht. Goodbye. Ich habe noch nichts Neues, okay, und da bist du geheilt. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Geht's ja besser? Ist gesund, schön. Das hat geklappt. Okay, dann gute Besserung. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Na, bis dann. Don't waste your time with me. Okay, das hätten wir jetzt. Muss nach oben gehen. Das Büro des Doktors. Okay, können wir da jetzt rein? Da, wo es geschlossen ist, das hier, können wir jetzt hier rein. Geil! Wir können jetzt hier rein, schön. Das ist vielleicht sein Schlüssel, okay. Seine Truhe. Mr. Goswicks Patientenakte. Der Goswick, okay. Dann sag mal her. Von Mortimer Goswick. Wer ist denn Goswick? Der Patient zeigt mehrere Anzeichen äußerster Erschöpfung und mehrere Wunden in Rachen, Mund und an der Zunge, aber keine Anzeichen für die Grippe. Weigert sich zu reden, behauptet, es sei zu schmerzhaft. Benötigt Ruhe und die Schleimhäute im Rachen müssen erst verheilen, bevor entschieden werden kann, wann er entlassen wird. Von Dr. Ackroyd. Achso, der Patient ist das. Ach, stimmt. Neuer Hinweis, okay. It's locked. It's locked, all right. Wo muss er das jetzt hinpacken? Ja. At least Strickland can't kill anyone with this formula. Ja, das stimmt. So, haben wir es noch verbessert. Damit es nicht schief geht. Du.
Okay, das hätten wir. Dann mal schauen, wie es ausgeht.